Seit 11 Jahren wird in Zwickau am Rosenmontag Fasching bei Schumann gefeiert. Mit der Veranstaltung brachte Thomas Zenowczyk bei seinem Amtsantritt etwas von der rheinischen Karnevalstradition mit an seine neue Wirkungsstätte. Der gebürtige Dortmunder hat in Köln Musikwissenschaft studiert und ist mit den närrischen Gepflogenheiten genauso vertraut wie einst Robert Schumann, der ein großer Anhänger von Karneval und Maskenbällen war. Das Zwickauer Robert-Schumann-Haus war am Rosenmontag wieder fest in närrischer Hand. Große und kleine Märchengestalten bevölkerten den geschmückten Saal und gaben so dem diesjährigen Motto der Veranstaltung das passende Gesicht. Robert Schumann hat ja nicht nur ganz viel Karnevalsmusik geschrieben, die wir auch heute wieder spielen, sondern auch ein paar Märchenstücke. Und dachte, das ist mal eine ganz schöne Ergänzung zum Programm und ein schönes Thema, um sich zu verkleiden. Also ich bin Ali Baba und habe die 40 Räuber besiegt und werde das Sesam öffne dich erklingen lassen und solche Dinge. Für den märchenhaften Kinderfasching hatten Ali Baba und Frau Holle alias Katrin Zenowczyk eine Menge vorbereitet. Ganz bunte Sachen zum Thema Märchen, ein paar Märchenspiele zu Aschenputtelschuhe und Dornröschen, wenn wir singen, das Lied und dann Bewegungsspiele dazu machen und ganz viel tanzen. Also ich denke, das ist ein schönes Thema. Apropos tanzen. Getanzt wurde natürlich zur Musik von Robert Schumann. Sonst eher ungewöhnlich, am Rosenmontag im Geburtshaus des Komponisten aber selbstverständlich. Da die Gebrüder Grimm Zeitgenossen des Komponisten waren, spielten ihre Märchen ebenfalls eine große Rolle. Und da Frau Holle schon einmal da war, durfte sie gleich die Rolle der Märchenerzählerin übernehmen. Unterstützung bekam sie von Ali Baba, vom Wolf, von Rotkäppchen und all den anderen Märchenfiguren, die das Schumannhaus bevölkerten. So ungefähr als Urgroßeltern gelebt haben. Da lebte gar nicht allzu weit von mir in Leipzig ein hübsches, junges Mädchen namens Clara. Hübsche Mädchen haben wir heute noch viele da, aber keine Clara. In den Spielpausen warteten leckere Krapfen auf die hungrigen Mäuler, die zu Hause bestimmt eine Menge über den Karneval zu Schumanns Zeiten erzählen konnten.